lass uns loslegen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start. Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Heute schauen wir uns mal an, wie singe ich Speechless. Wir machen es kurz und knapp. Wenn ihr meine Schülerin dabei sehen wollt, wie sie und ich, wie wir zusammen an Speechless arbeiten, dann schaut doch mal bis zum Ende des Videos. Dort blende ich dann das nächste Video ein, wie wir zusammen an dem Song arbeiten. Und ja, heute möchte ich euch jemanden vorstellen. Jemand Neues hier, und zwar Mr. K. Mhm. Tada! Ja, Mr. K ist neu auf unserem Kanal und gibt natürlich professionelle und kompetente Kommentare. Mr. K ist kurz für Mr. Kehlkopf. Und ja, wolltest du nicht noch was sagen? Ich meine, ich muss ja auch ein bisschen Werbung machen hier, oder? Gesangsunterricht auf ihrer Website. Alles klar. Da habe ich, cause I, das singen wir nicht, cause I, das singen wir, cause I, da ist ein großes A dahinter. Also viele Sachen werden dort modifiziert, also ganz viele Vokale, Vowel Modification. Es bedeutet, wir singen die Sachen nicht so, wie wir sie sprechen. Cause I. Ja, damit du vernünftig projizieren kannst, ist es wichtig, dass du dort den Mund aufmachst, Kinnlade runter, damit es hier nicht bulkig wird. Ne? Cause I, cause I, cause I cannot start to crumble. Und da gehe ich auf crumble, weil das O mir ein bisschen besseren Grip gibt hier. Also ein bisschen, es hat ein bisschen eine bessere Festigkeit. Du kannst natürlich auch auf den A gehen. Crumble. Hör mal den Unterschied raus. Du musst natürlich für dich gucken, was dir einfacher fällt. Besseren Grip hast du hier mit dem O. Crumble. Ja? Also nochmal. Cause I cannot start to crumble. So come on and try. Selbes Prinzip. Bei try bin ich auch relativ offen. Und ich behalte die Stabilität jetzt dort. Das heißt, versuch stabil zu bleiben bis zum Ende hin, nicht mitunter abzuschwächen, was häufig der Fall ist, gerade bei solchen Disney-Songs. Du musst diese Strophe von A bis B wirklich stabil durchsingen, und stabil meine ich supported, das heißt mit deinem Körper, mit deinem Zwerchfell, mit deinen ganzen Muskeln, aus dem, die Core Muscles, also alles, eigentlich im Grunde genommen alle Extentric Muscles. So, dann haben wir I won't be silent. Und da ist ganz häufig dieser Wunsch, in diesen Bruch überzugehen. Ja, weil du bist bei E hier. Und das ist bei vielen der Bruch, ist auch bei mir der Bruch dort. Bei der ersten, beim ersten Chorus ist es fein, dass du dort in die Kopfstimme gehst. Weil du willst ja den Song aufbauen, ne? Klar, und dann zum Ende des Songs möchtest du natürlich eben halt den Song ein bisschen mehr kraftvoll aussehen. Das Problem ist hier bei den Silent, was eben halt häufig der Fall ist, dass man diesen Übergang hinbekommen will und dadurch noch mehr Power. Das klingt dann so. I won't be silenced. Und das ist eigentlich sehr häufig jetzt hier der Fall im Studio, weil natürlich da dieser Übergang ist und du willst ja irgendwie durchkommen, und dadurch pushen die Leute eben mehr. Ne? Und es wird dann auch laut, wo es vielleicht noch nicht ungewollt ist. Also ich mach's noch einmal vor. I won't be silenced. Und das ist gerade, weil das der höchste Ton ist, ist es für viele sehr, sehr hoch. Ne? Weil du musst da jetzt genau gucken, wo ist dein Register? Ne? Wo ist dein Register? Wie weit kannst du singen? Kannst du es vielleicht transponieren in einer tieferen Version? Weil was die Problematik ist, ist erstmal, ist der Ton in meinem Register? B, wie klingt der Ton in meinem Register, dieser höchste Ton, den ich da jetzt singe? Und C, je höher du gehst mit deiner Bruststimme, desto mehr Energie brauchst du, desto mehr Krafteinsatz wirst du brauchen. Und dementsprechend können diese Noten sehr laut klingen, die können dann nicht sehr sauber ausgesungen klingen. Also so wie ich, es klingt jetzt gerade sehr brutal. Ne? Was wir natürlich wollen, ist, dass es ein bisschen mehr fließend klingt. Deswegen auch hier wieder meine Lieblingsübung, nay, nay, nay. Ja, 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 ja. Den Twang. Und eine Übung
Punkt für den Twang ist nee. Strophe bist du im Grunde genommen die ganze Zeit beim Belten. Das heißt, du musst im Grunde genommen die ganze Zeit durcharbeiten. Ne? I won't be silenced. Drop the chin, Mund auf, Kinn runter. You can't keep me quiet. Quiet. Won't tremble when you try. All I know is I won't go speechless. In einem Atemzug durch, speechless, da ist ein und nicht speechless. Wir wollen nämlich nicht, dass es dort flat klingt. Eine Möglichkeit ist also das nee, 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 das du da machen kannst. Und das ist eine andere Möglichkeit, ist einmal deine Zunge ausstrecken. Deine Zunge ist ein sehr schwerer Muskel. Die Zunge ist verbunden an den Kehlkopf, an den Knochen vom Kehlkopf. Und im Grunde genommen sind alle Muskeln miteinander verbunden. Ich empfehle euch dieses Buch hier. Anatomy of the Voice, ihr seht es eigentlich schon im ersten Bild. Es ist alles miteinander muskulär verbunden. Und ich zeige euch jetzt mal hier die Zunge. Und die Zunge ist es nämlich ganz gut, wenn die Zunge nämlich mal richtig Platz macht. Also unbedingt die Zunge ausstrecken. Ja, also hier gibt es einmal mal ein sehr gutes Bild von der Zunge. Also ihr seht einmal, die Zunge ist sehr, sehr groß. Es ist sehr schwer. Es ist ein sehr großer, dicker Muskel. Und wenn sich der Soft Palate, also der Gaumensegel mitunter senkt, ne? Dann kann es alles sehr flat werden. Das heißt, wenn die Zunge nach hinten geht, dann verändert sich auch der Ton, weil der Kehlkopf sich unten senkt. Ihr seht, wie die Muskeln miteinander verbunden sind an dem Knochen vom Larynx, vom Kehlkopf. Also, deswegen versucht mal einmal die Zunge rauszustrecken, damit wir hier so ein bisschen mehr Platz haben, ja? Wenn ihr das ganze Lied trainieren wollt, dann schaut doch mal auf meiner Homepage tanjaledyvocalstudio.com. Ich gebe auch Gesangsunterricht nach Deutschland. Und ja, kontaktiert mich über meine Website. Ich freue mich auf einen Daumen hoch, ein Abonnement und schreibt mir in die Kommentare, welches Tutorial ihr gerne als nächstes sehen möchtet. Liebe Grüße und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sehe euch in meinem nächsten Video. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt diese Videos anschaut. Ich bin hier gerade mit meiner Schülerin, dort singt sie Speechless in unserem Unterricht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterschaut.